A3.0. Eine Schreinerei stellt Spielzeugkreisel aus Holz her. Die nebenstehende Zeichnung des Axialschnitts eines Rotationskörpers mit der Rotationsachse BM dient als Vorlage für solche Spielzeugkreisel. Es gilt, AC sind 5 cm, BM sind 4,5 cm, AN ist gleich lang wie BN und der Winkel BFE sind 77 Grad. Runden Sie am folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. A3.1 berechnen Sie die Länge der Strecke FM und die Länge der Strecke GN und die Zwischenergebnisse sind angegeben. So, wichtigste Informationen davon weg, auf zwei Stellen nach dem Komma runden und man kann in der Zeichnung schon mal wieder die bekannten Größen markieren. Die kennen die Strecke AC mit 5 cm und die Strecke BM mit 4,5 cm. Zusätzlich noch der Winkel BFE, das ist der hier oben mit 77 Grad. Zusätzlich wissen wir noch AN, also hier die Strecke AN ist gleich lang wie die Strecke BN. Das bedeutet, wir haben hier unten den Halbkreis und können damit vielleicht später noch was rechnen. So, erste Aufgabe, Länge der Strecke FM berechnen. Wir schauen nach, wo liegt die Strecke FM, in welchem Dreieck. Das ist das Dreieck FBM, das ist wieder rechtwinklig. Hier, hier oben haben wir einen rechten Winkel, FBM ist die Rotationsachse, also haben wir unten automatisch auch einen rechten Winkel. Damit funktionieren Pythagoras, Sinus, Cosinus und Tangens. Pythagoras hilft jetzt hier nicht viel weiter, weil die Strecke FB kennen wir nicht, nur die Strecke MB und diesen Winkel. Bleibt nur Sinus, Cosinus, Tangens übrig. Sinus und Cosinus arbeiten mit der Hypotenuse. Und in diesem Dreieck ist die Strecke FB die Hypotenuse, weil sie gegenüber vom rechten Winkel liegt. Also bringen uns Sinus und Cosinus auch nichts. Bleibt noch der Tangens übrig. Tangens sagt, Tangens eines Winkels ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Gegenkathete MB ist, oder BM ist bekannt mit 4,5 cm. Und die Ankathete ist ja gesucht. Von so her genau das, was wir brauchen. Wir schreiben auf. Strecke FM lässt sich also berechnen über den Tangens des Winkels BFE und ist gleich Gegenkathete, also BM, geteilt durch die Ankathete FM. So, kommen schon bekannte Größen einsetzen. Tangens vom Winkel, was war es, 77 Grad, genau, ist gleich die Strecke BM mit 4,5 cm. geteilt durch die gesuchte Strecke FM. Die lassen wir, genau. So, wie lösen wir das Ding auf? Wir multiplizieren mit FM und teilen gleichzeitig Tangens 77. Schreibe ich noch hin. Mal FM geteilt durch Tangens von 77. Und dann folgt daraus, FM ist 4,5 geteilt durch Tangens von 77. Und das kann man ins ganz normalen Taschenrechner eingeben und dann folgt daraus eine Länge von 1,04 cm, so wie in der Aufgabe angegeben. So, jetzt brauchen wir die Strecke GN, gleiches Spiel. Wir schauen nach, in welchem Dreieck liegt GN, nämlich im Dreieck GBN. Das ist wieder rechtwinklig, das heißt, es gelten wieder Sinus, Cosinus und Tangens sowie der Pythagoras. GB ist wieder unbekannt, also funktioniert der Pythagoras nicht. Und wenn wir nachschauen, gegenüber vom rechten Winkel liegt die Hypotenuse, also werden Sinus und Cosinus auch nicht funktionieren. Die Frage ist jetzt nur, wie lang ist BN? Ja, das steht jetzt hier im Prinzip geschrieben. AN ist gleich lang wie BN. AN ist gleichzeitig die Hälfte von AC. Ja, N liegt ja auf der Symmetrieachse, also halbieren sich die Strecken. Folglich ist AN doch die Hälfte von AC, also 2,5 cm. Und damit ist BN auch 2,5 cm. Und wir kennen die Strecke. Also gleiches Spiel wie gerade eben. Wir brauchen die Strecke GN. Das ist der Tangens. Oh, der Winkel fehlt noch. Genau, brauchen wir noch. Hier, diesen Winkel hier. Kennen wir auch, nämlich das ist das gleiche wie hier oben. Hier kann man anhand von Stufenwinkeln eigentlich sehr schnell begründen. Stufenwinkel an parallelen Geraden sind gleich groß. Oder man kann es auch F-Winkel nennen. Also haben wir auch hier unten die 77 Grad, damit ist der Tangens problemlos anwendbar. Also Tangens des Winkels BGN ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete war die Strecke BN und Ankathete war die Strecke GN.
So, wieder gleiches Spiel, bekannte Größen einsetzen. BGN war 77 Grad, wie gerade erklärt. BN sind 2,5 cm, die Hälfte von AC, geteilt durch die Strecke GN. Jetzt müssen wir nach GN auflösen, das heißt, ich multipliziere wieder mit GN und teile durch Tangens von 77. Und dann folgt daraus, GN ist gleich 2,5 geteilt durch den Tangens von 77. Das tippen wir wieder in den Taschenrechner ein und dann kommt da der gesuchte Wert von 0,58 cm raus.